Herzlich willkommen, Jungs. Und Mädels. Ich bin der Hellspawn. Und ich bin Amekit. Wir grüßen euch. Hallöchen. Werften von Antigua ist die heutige Map. Richtig. Und im Nordosten gespawnt der rote Zerg. Genau. Wer heißt da? Mönch? Eher Monk, ne? Monk, ja. Wir haben Monk halt, okay. Monk. Ja, er spielt gegen den im Süd. Osten gespawnten AOD Faroin. Richtig. Als Protoss. Ein PVZ. Mein genau. Lieblingsmatchup. So, wollen wir mal gucken. Was genau. Wir Schönes sehen. Ja, ich werde mal schön hier hochgedroht und so weiter. Das kennt man ja. Hoch, Arbeiter werden produziert. Genau. Nichts Spannendes. Während haben wir denn noch irgendwas mitzuteilen? Ja, natürlich. Danke. Facebook. Los Leute, liked uns in Facebook. Wir haben viel zu wenig Fans dafür, dass wir so viele Abonnenten haben. Wir haben, ich glaube, was machst du da? Mein Eistee schütteln. Mein Gott, bringst du mich raus? Mein Gott, na egal. Ja, edit uns. Ganz genau. Und wichtig, Leute, schickt uns weitere Replays von euren Spielen zu. Denn die werden alle. Wir verbrauchen genau. Viel zu schnell. Richtig. Wir müssen mal gucken, was wir machen, wenn wir keine Replays mehr haben. Wir haben ja schon so einen kleinen Notfallplan erdacht. Habt ihr vielleicht auch gesehen, indem wir teilweise jetzt ein bisschen auf die Pros ausgewichen sind. Genau. Haben letztes Mal so einen Testlauf gehabt und so weiter. Sprich, wenn wir eine Replay-Knappheit haben, werden wir auch dann einfach dann... Ja, und Replays in der Form besorgen, dass wir die von den Pros ein bisschen mal machen. Mhm. Also, seid ihr gefragt, schickt uns Replays zu, damit wir hier weiterhin auch, ja, unserem Niveau entsprechend auf Casual-Niveau halt casten können. Genau. Was sehen wir jetzt? Wir sehen vom Faroin eine Forge Expand. Die Expand wird jetzt wahrscheinlich als nächstes kommen. Er wird jetzt sparen und dann der nächste setzen. Was? Nee. Weitere Protonenkanone. Okay. Ja, er will halt wirklich sicher sein. Richtig, aber da kann man wirklich mal ein bisschen gucken. Wenn er zum Beispiel eine Probe nach oben geschickt hätte, hätte er ja gucken können, was da ist. Ist der Pool schon auf dem Weg und so weiter. Danach kann man dann nämlich entscheiden, was ich mache, weil er hat jetzt 300 und dann nochmal 300, er hat ja 600 Mineralien aus dem Kopf gehauen. Mhm. Jetzt kommt noch der Chor erst, also komplett dicht vorne. Die Choke hat jetzt halt zwei Arbeiter stehen, weil eine wurde nämlich eingebaut. Richtig. Ja gut, das kann passieren, ist nicht so schlimm. Aber das Ding ist halt so, da kannst du dich dann schon mal viel eher den Nexus setzen. Ich muss gestehen, das wird sich gar nicht lohnen mit der Forge First. Es wird ihn einfach nur zurückwerfen. Ja. Also ich spiele die auch gar nicht mehr. Nee, darum geht's nicht. Nach der Forge kennen, danach muss dann sofort hier der Nexus kommen, weil sonst, ja, Pustekuchen, bringt nichts. Richtig, also ich spiele das halt meistens nicht, ich spiele dann meistens gerne mal dann, ja, wenn ich die Forge mal auspacke, dann Forge, dann direkt den Nexus und dann direkt die kennen. Mhm. Aber ich denke, er wird jetzt auch gar nicht exen wollen. Er geht scheinbar trotzdem noch auf das Vorgate. Ja, und wir sehen auf Seiten vom Zerg auch ein bisschen cheesy Play. Wir sehen aber wahrscheinlich schnelle Mutas. Schnelle Mutas auf One Base. Ja. Das ist auch... Interessant, ne? Ja. Er muss dann aber auch das komplette Gas nehmen. Das hat er noch nicht. Ne, er macht da aber gleich. Ah, ne, doch nicht. Er hat zwei drin, ne? Ja. Herr Fächer, ja, das verpasst. Stimmt. Ja, kann ja sein. Auf jeden Fall werden wir sehen, gleich wird das Spire, denke ich mal, kommen. Mhm. Dann kann er schön sammeln, weitere Linge produzieren, weil mehr Worker als jetzt da sind, ja, kann er doch noch schon gebrauchen eigentlich, weil er hat einfach da 20 Worker derzeit. Kann er noch mal ein paar produzieren. Richtig. Vor allem das Lava Injecten muss besser auch passen. Ja, Foregate Action, kein Nexus, also angefakter Expand. Mhm. Würde ich mal jetzt sagen. Ja, ich denke es auch. Das so ist. Und da wart einfach auf dem Warp in, da wird er hier runter warpen. Ist denn irgendwo eine Probe draußen von Faroin, die da irgendwo einen Pylon setzen kann? Nee, kann er nicht. Nein. Kann nur runter warpen und das kann er nicht, weil die für die Pylons ja doch hier vorne vielleicht. Ja.
Ja, ich bin gespannt, wie er das jetzt halt versucht, den Push zu machen. Roboterfabrik, also denke mal, wird das Warp Prisma kommen. Ja, ich denke es auch. Er wird jetzt mit Warp Prisma spielen. Der Zerg, alles immer noch auf One Base. Jetzt kommt der Hydralisken, denn ich glaube, der weiß nicht genau, was er denn jetzt spielen soll. Ja. Aber Packen wir mal irgendwo auf habe die ich das mal APM. gehört, dass man den Spire und den Hydralisken dent gemeinsam schmeißen soll, aber ich glaube irgendwie, das ist. Das kann er gar nicht Nee, finanzieren. das ist halt so nicht mehr nötig. Naja, auf jeden Fall interessant, auf jeden Fall, was beide jetzt spielen. Wir sehen auf jetzt, denke ich mal, auch das Niveau so im Bronze, Ja. mittleren Silberbereich maximal. Ja, maximal. Weil, wie gesagt, die Build Order sitzen gar nicht momentan, ne? Nee. Okay, wir sehen auch erstmal den Beobachter auf Seite von Faruin. Also der hätte schon mal da jetzt richtig schön Druck machen können. Wäre auch zum Beispiel die Robo ein bisschen früher gekommen. Hätte es mit einem Gate Core und dann Robo gespielt, wäre das besser gewesen. Hätte er nämlich schon mal gesehen, dass da eigentlich gar nichts ist Richtig. auf Seiten vom Zerg. Was ja eigentlich auch untypisch ist. Und er hat jetzt auch keine gute Eco. Also der Faruin. Er hätte wirklich Forge kennen und dann den Nexus setzen können. Oh, was macht er denn da jetzt? Das ist aber ein Fehl. Drei Forge werden geaddet. Drei Forges? Ja, das. Ja, er will dreifach Upgrades machen und hat vergessen, dass er schon Er hat vorne eine vierfach. hat. Ja, Ja, das ist aber Quatsch auf Two-Base. ja. Das so früh zu machen, ist eigentlich Quatsch. Vor allem, Faro, noch ein kleiner Tipp nebenbei auch. Wenn du Arbeiter produzierst, wenn du irgendwas anderes produzierst, ist ja wurscht was, benutze deinen Chrono-Boost. Ja, weil wenn du es noch nicht weißt, gewöhne es dir an, den immer zu benutzen, weil so baut alles, was du machst, 50% schneller. Richtig. Ja, den benutzt er jetzt auch. Ich weiß nicht auf was. Ich denke mal auf die Forges, ne? Oder? Ah, ne, er baut ja nichts in der Forge. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er eben gerade nur Probe schnell rauspumpen wollen. Ja, am besten guckt man sich da mal die Pro Gamer an, was die für Build Orders spielen und lernt daraus ein bisschen. Das ist immer ganz gut. Der Zerg, der, ja, ich will, Der macht gar nichts. der hat echt. Weiß nicht. Der Der macht macht nichts. echt nichts. Ich weiß echt nicht, Der was er kann, will. also, ich wollte jetzt sagen, der kann auch nichts, aber Ja. das ist ja auch welche, weil er hat alles gebaut. Er hat eine Evo da, er hat einen Hydralisken-Dent, er hat einen Spire Er spielt da. genauso, als wäre er so ein Bot. Ja. Ist auf easy. Ich kann alles bauen, mache ich Jetzt aber werden nicht. Spinecrawler, werden Sporecrawler werden gesetzt. Ja, ich weiß nicht, das werden soll. Ja. 20 Worker, der Zerg, ne? Ja, Also er doppelt muss so mehr. wenig wie Faruin. Er könnte auch mehr produzieren. Jetzt wäre zum Beispiel auch so ein Zealots Archon-Push richtig geil, ne? Weil er hat das Tempelarchiv draußen und jetzt halt Zealots ranwarpen halt und dann mit Archons nochmal verstärken. Richtig. Dieser Push kann richtig, richtig wehtun. Vor allem gegen einen Zerg. Wenn du nämlich vorne die Zealots hast, am besten noch mit Charge zum Blocken ein bisschen auch, klar, auch Schaden zu machen. Und dann noch, Flächenschaden. sag schnell, wie heißt es? Flächenschaden auf Seiten der Archons, weil Archons machen Sonderschaden gegen archäologische Einheiten. Ja, Leicht geil. gepanzerte Einheiten. Oder? Ne, gegen biologische Einheiten. Komplett biologisch? Wow. Ich meine ja. Also früher war das jedenfalls so. Nicht schlecht. Auf jeden Fall, der Flächenschaden ist auch nicht zu verachten. Ja, ich denke, wir werden gleich was sehen von Archons. Ich hoffe es. Ja, Schaden haben wir 25 beim Archon und biologisch war es, glaube ich, 35. Da kommt der Archon. Da gucken wir gleich mal nach. Können wir ja. Ja, gucken wir mal. Vielleicht habe ich ja recht. Was hat er denn? So, Upgrade haben wir auch schön jetzt hier. Ja, Dreier-Upgrades. Mehr geht nicht. Gegen Bio mehr Schaden. Sehr schön. Jo, der Zerg, weiß nicht, der macht mir Kummer, du. Ja. Das war die falsche Rasse, die er Ich gewählt hat. glaube Also, er hätte auch. gleich mal Terraner nehmen sollen. Jetzt macht er 13 Probes. Und so wie ich das sehe, weiß er nicht mal, dass man hier Wegpunkte an die Dings setzen kann. Er hat nicht angeklickt, stimmt. Also, ja, er hat überhaupt keine Wegpunkte gesetzt. Von der Hatchery auf die Mineral Fields. Ich denke, das ist ganz, ganz, ganz untere Liga.
Nee, so, jetzt haben wir die Archons draußen. Hm. Joa. Jo. Wir haben jetzt Minute 14 und ja, noch nicht wirklich viel gesehen. Nö. Fast gar nichts. Ja, ich kann mal nur Tipps geben, halt. Also mehr Eco, mehr Chrono Boost auf Seiten von Faroin. Eine Forge weniger. Hat er. War ja besten hat weniger. Er denn das Replay geschickt, damit wir ihm helfen können? Nö. Ich glaube nicht, er hat was geschickt, weil er war eigentlich mal ganz überzeugt davon. Dass okay. Es, ja. Dann bin ich jetzt mal. Ein solides dann Match. Bin war. Ich mal gespannt, wann das solide Match anfängt. Genau. Denn momentan. Ja, er traut sich nicht raus. Hätte er schon lange machen können, also wirklich schon sehr, 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 sehr lange. Er hat auch eigentlich zu wenig Supply, also für die Uhr, wie er tickt, 15 Minuten, hat er 74 Supply da. Ja, was? Ich meine, der Zerg hat 46. Und ja. Deswegen, War Prisma wäre eine tolle Sache gewesen. Hat er leider auch nicht. Hätte richtig Schaden ja. gemacht. Denn da kann man den Spinecrawlern, die hier unten sind, gut ausweichen. Gut, hier könnte man auch einfach vorbeilaufen, glaube ich. So viel Schaden wird man da nicht kriegen, wenn man Archons hat. Oder einfach mit der Armee, die da ist, das platt machen. Weil er hat jetzt wie viele Archons draußen? Warte mal. Ja, 4 Stück, ne? 4? Der hat mehr. Der hat mehr. Der hat 6 in der Mainbase. Ja, 6 Stück. Ja. Stimmt, stimmt. Ja, aber... Wie gesagt, bringt nichts. Ja, die machen mir auch bösen Schaden auf jeden Fall. Archons in der Masse machen schon richtig Schaden. Oh, endlich, Mutas. Echt? Die kommen. Jo. 14 wow. Stück, das ist gut. Und ich muss sagen, gegen die Archons haben die Muten keine Chance. Null, vorhin ist doch noch dabei, 4 Stück. Also... Ja, das wird es, Junge, das ist nee. Gar nichts. Ich dachte erst am Anfang des Spiels halt, dass der halt auf der Lemutas geht, aber dann, wo dann der Hydralisken-Bau noch dazugekommen ist, dachte ich mir, ja, okay. Da siehst du mal, wie jetzt... Ah, okay, er macht's ganz gut, der Monk. Er zeigt halt, wie immobil die Armee ist vom Faroin. Und jetzt sollte er einfach die Armee splitten, vielleicht. Dass er 3 Archons oben an der Eco lässt und... damit den Vorteil wegnimmt, denn 3 Archons allein reichen, glaube ich, schon. Jetzt macht er den Kybernetik-Kern weg, ist das die richtige Entscheidung? Ich hätte eher die Forge gemacht, ja. Denn er hat 3 noch. Oder? Ja, definitiv. Ja. Also den Kern wegzumachen, das ist einfach... Das, ja. Das war nicht die gute Entscheidung, ja. Auf jeden Fall die Forge wegmachen, weil die ist immer noch besser wiederherzustellen, weil es kann ja keine Stalker mehr ja. nichts bauen. Er kann also nur High Templar und Berserker bauen, gut. Ja, oh. Vielleicht will er das auch nur, weil er weiß, ich kenne das Ding, Mindgedanken. Was macht der Zerg da? Also, so, der so Zerg schlecht. Macht gar nichts. Da geht er mit dem Mutas drauf und kriegt die voll, kriegt alle voll ja. auf die Presse. Wollen, wird echt ein reiner, fast reiner Archon-Push, ja. ne? Also, das sollte gleich vorbei sein. Ja, das werden wir mal sehen, wie Archon trocken gegen Muten. Die Spines. Und gegen die Muten gerade. Ja. Boom, boom, boom. Down, down, down. Das wird da nix. Da wissen wir beide, wie es jetzt ausgeht. Kommt wenn Archon so viel Archon gegen die Mutas. Das ist nicht so gut. Aber. Ja, der will hoch, ne? Ja. Jetzt geht jetzt er einfach hoch, das freut mich. Sehr gut gewesen. Er geht einfach hoch. Gegen diese Army Composition, wenn er als Zerg spielt, einfach Hydralisten bauen. Hydralisten. Ja. Ja. Stimmt. Ja, was Roaches sind auch nicht schlecht, glaube ich. Hat er aber nicht. Ja. Ja. Was soll man machen? Ja, kann aber noch jetzt markieren. Kommt 34 Zerglinge auf dem Weg. Ich glaube, du bist ein bisschen weiter als ich. Nee, kann auf jeden Fall noch markieren, denke ich. Ja. Wenn er jetzt den Move-Befehl nicht gemacht hätte, sieht es anders da aus. Denn die Archons machen Flächenschaden und er kann es nicht clearen durch die Zerglinge. Na ja, stimmt, ja. stimmt, sehe ich auch gerade. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ja also doch, so, weil ja. Eben der Flächenschaden da die war. Die Stelle halt auch. Genau. Mhm. Die haben richtig gerockt, die Archons. Und die machen jetzt auch schon das Spiel fertig. Denn? Also, das war's. 14, 18, 13, 12 Kills. Ja, die haben auf jeden Fall ja. das Spiel gewonnen, die Archons. Das andere ist cool, der hinten rumtanzt, ne? Ja.
Naja. Ja, räumt einfach alles ab. Der Zerg geht nicht auf das Spiel. Er kann es wahrscheinlich noch gar nicht glauben, und dass jetzt, er verloren hat. Mit seiner unglaublichen Jetzt würde ich mit Faruin bestimmt so 18... Ja, okay. 10 Gates adden. Denn er hat 6195 Overmints. Ja. Echse setzen, Gates adden, Pylone Gates adden, Echse adden in dem Fall ist unnötig, weil jetzt einfach die Overmints ausgeben und das ist GG. Ja, aber trotzdem kann er Echse schmeißen. Bei der Overmint ja. 6000 kann er alles machen. So, unsere Liste sind da, haben wir cleared. Er setzt 3 neue Gates, das ist viel zu wenig. Viel zu wenig. Er könnte wirklich jetzt alles voll spammen mit Gates und dann ihn einfach überrennen. Ja. Und weitere Upgrades fahren zum Beispiel oder Storm erforschen. Wenn er jetzt sieht, okay, die Risken sind draußen, kann er halt auf Storm gehen, kann Templar heranwarpen, also er kann halt jetzt alles offen, ne? Also es gibt ja wirklich nichts, was er nicht machen kann. Denn er hat ja eh. Warum er nicht mehr upgradet, weiß ich auch nicht. Also, go go. Ja, gerade am Anfang war der Junge, ne? Aber er hat auf jeden Fall Blinkstalker jetzt, damit kann er auch ein bisschen was machen. Muss er auch dann auf jeden Fall mal, aber bei der Masse an Spinecrawlern, da würde ich einfach drauf scheißen, dann würde ich sagen, okay, entweder Void Race oder weil Hydralisken draußen sind, würde ich dann sagen, okay, Colossi ist gegen beides gut, gegen Spinecrawler und Hydralisken. Ich bin jetzt gerade... Haben wir überhaupt einen Observer draußen von der Robo? Nee, ne? Glaube nicht. Nee. Ja, schade, also fahr ihn auch mal als Tipp hier, Robo nutzen, um halt den Observer rauszuholen, damit du deine Scouting-Informationen bekommst. Oben geht's jetzt rein, ne? Jo, aber gegen die Spinecrawler reichen die nicht aus. Die reichen natürlich. Nee, die lange drauf. Ich meinte die Hetzer. Die reichen nicht aus. Achso, ich dachte, du hast gesagt, die Spinecrawler reichen. Spinecrawler reichen aus, um das jetzt abzuwehren. Jo. Richtig. Ganz genau. Ich widerspreche dir immer, wann ich kann. Nein. Kannst ja nie. So, bisschen Rechnen jetzt hier. Jetzt werden Stalker rangeholt, da werden wieder ein paar verloren. Aber langsam, aber sicher. Ne? Kommt er durch. Ja. Income. 34 zu 23. Und wie gesagt, wenn er jetzt viel mehr Gates geaddet hätte, dann wäre das jetzt schon vorbei. Denn er hätte dann seine Overmins ausgegeben und GG. Ja, und halt weiter Techen einfach, ne? Techen. Colossi in dem Spot jetzt hier, wo er jetzt gerade spielt hier, perfekt. Damit rockt er alles. Der Zerg hat aber auch Mass-Overmint. Also. Und jetzt kommen Hetzer, und jetzt werden auch Hetzer rangeworbt gegen Mass-Zerglinge. Da bin ich nicht so Fan von. Er hat Blink erforscht, aber es kommt kein Blink-Micro. Und, das ist ein bisschen schade. Ja, und es kommt halt übrigens, was, ne? Er hätte jetzt auch wunderbar reinblinken können und jetzt einfach weiterlaufen, nach oben wieder, um oben wieder alles wegzuknallen. Oder jetzt ist er gerade out of range von den Spinecrawlern. Er muss jetzt nicht auf den Spinecrawler gehen, er könnte einfach die Hatchery abreißen. Richtig, er kann einfach schön da alles machen, was er will eigentlich. Aber er will unbedingt jetzt, es kommen beide. Die werden das clearen, weil das sind gar nicht so wenige. Das sind viele Minuten, ja. Auch einiges an Headstand war, ne, aber das braucht er ja nachher schon oder so. Was macht er denn? Also, nee, macht nichts. Natürlich jetzt sehr gestresst halt, ne? Also sehr nervös, denke ich mal auch. Ach, scheiße, Mutter, was mache ich? Ranwarpen. Und dann kommt jetzt High Templar, die werden natürlich jetzt. Zu Archon, hoffe ich. Ja. Ja, die werden zu Archon, aber das ist die Mutter da. Aber er hat Schwein gehabt, dass die Mutas sich wirklich nur auf die Pylone konzentriert haben. Wow, das ist wirklich fett. Ja, wie viel Schaden die Eichhörnchen machen. Das war eigentlich nicht gerockt. Normal. Gegen die Muten. Okay, diesen Muten sind 0-0 wahrscheinlich, oder? Ja. Und die Eichhörnchen, die haben schon das 3er. Ja, nee, das 2er erst. 2er Upgrade, genau. Machen gegen biologisch 43 Schaden. Und jetzt kann er einfach alles abreißen und das ist GG. Er sollte jetzt aber auch. Da passiert nichts mehr. Jo. Im Zweifelsfall T-Click. Oder Attack-Click. Und jetzt kommt der Move-Befehl und das
deswegen. Puh, war es nochmal knapp. Okay, knapp war es nicht, aber. Ja. Der Arsch auf vorne wird sterben, nee, glaube ich, oder? Oder nicht? Nee, nee. Und. Ja. Da wird es wieder rangeworbt. Pylon. Und. Jo. Archons, ja, geile Einheit. Pylon ist gut, richtig geile Einheit. Aber. Storm ist auch erforscht, also kann man jetzt zum Beispiel beim Templar mitnehmen, mal irgendwie ein Stürmchen da setzen. Einfach weil er es kann, einfach weil er Spaß daran hat. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt GG. Fertig. 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 Ja, du hast noch einen Weg vor dir. Richtig, aber einfach weiter gamen, einfach weiter spielen, lernen dabei. Guck dir ein paar Casts an, auch von uns gerne natürlich, ja, immer wieder. Und ja, wenn du Poker spielst, empfehle ich dir Grubby als Inspiration. Genau. Grubby ist immer gut. Ja. Doch. Weil ich Replays zuschicke, Junge. Und edit uns mal in Facebook, liked uns. Da würden wir uns echt drüber freuen. Und jo, was hätte er jetzt besser machen können? In erster Linie. In erster Linie, mehr Aggression halt, wenn er jetzt zum Beispiel eine Robo draußen hat, erstmal natürlich gucken, dass er Scouting-Informationen bekommt, Observer raus, gucken, was da ist. Er hätte schon viel früher pushen können, zum Beispiel mit dem Warp Prisma halt hätte er schon mal 4 Zealots schon mal einladen können, bisschen den Cooldown abwarten können von den Gates und dann rüberfliegen. 4 Zealots ausladen zum Beispiel, ab in die Eco, 4 weitere heranworpen, hätte er schon direkt am Anfang, ja, relativ zügig gewinnen können. Overmints, immer ausgeben. So wenig Overmints wie möglich haben und gerade in den niedrigeren Ligen gewinnt man dadurch extremst gut. Denn die meisten in der Bronze-Liga haben extremst viel Overmints und können die auch nicht ausgeben. Deswegen das trainieren. Und ihr könnt die auch halt richtig, richtig aus der Bahn bringen, wenn ihr irgendwie mal einen frühen Push macht. Also nicht mit der ganzen Army halt, würde ich euch nicht empfehlen, falls sie doch verlieren sollte. Mhm. Also steht es ziemlich offen da. Da einfach mal mit so ein paar Units einfach ein bisschen Stress machen beim Gegner und schon könnt ihr halt den Gegner damit schon relativ gut, genau, aus der Bahn werfen. Gut, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Genau, ich auch. Tschüss.